Erik! Ey! Hallo, Grunk! Hallo, mein Lieber! Wir machen gerade eine angenehme Aufgabe. Danach geht's aber an den Bosskampf. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß an dem Spiel. Ich habe gesehen, Tati hat schon... Ich glaube, du auch, oder? Aber Tati hat schon fleißig angefangen. Und auch Nancy will das haben. Eos, kaputt. Wir stecken sie alle an. Wir stecken sie einfach alle an. Wir müssen mal mit Nintendo reden. Irgendwas. Jetzt aber. Jetzt aber, 100%. Ganz viel Liebe an den Schützenmax. Wir sind wieder sehr erotisch heute, mein Herr. Ich habe gestern beim Funk kurz reingeschaut. Und da hat er gerade von Dingens erzählt, von A Way Out. Und da kommt ja wirklich ein neues Spiel. Und ich freue mich so sehr drauf. Ich freue mich einfach so sehr drauf. Es ist einfach... Es war so schön. Oh, war das gut. Ich glaube, das hat uns alles geliefert. Alle Emotionen einmal durch. Ja, ich muss mal los, meine Frau ist schwanger. Es war so gut. Es war einfach so gut. Oh ja, die Wasserszene bei A Way Out, wo wir da rumgeplanscht sind, ne? Wo wir dann irgendwie aus dem Knast ausgebrochen sind, weißt du, gerade aus dem Knast ausgebrochen sind, verfolgt, und dann irgendwie das als nächstes so, oh, guck mal, eine Pfütze, Blitsche, 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 voll die harten Knastis, weißt du? Oh, es war so großartig, A Way Out, oh Gott. Ach, schön. Funk würde ich bis ans Lebensende dafür hassen, ich hoffe, das weißt du. Es ist ja diese Hassliebe. Ich lebe dafür, ich zehre davon. Und ich glaube, wir beide gegenseitig. Echte beste Freunde bleiben beste Freunde, auch wenn man sich 10 Jahre nicht meldet, ja. Und deswegen, also ganz im Ernst, ich bin so dankbar, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, aber ich bin so dankbar, dass ich über diese ganze Internet-Scheiße, YouTube angefangen und Streaming den guten Erik kennenlernen konnte. Der hört gerade nicht zu, deswegen kann ich das sagen. Weil das ist ein guter Freund. Das ist tatsächlich ein guter Freund. Und den habe ich sehr gern. Den habe ich einfach sehr, sehr scheiße gern, den Typ, den kleinen Muffel. Und das ist genauso. Wir können irgendwie ein halbes Jahr lang überhaupt nicht miteinander geredet haben und sitzen dann wie durch Zufall im Discord und es ist so, ey, Schnatter, Schnatter, und es ist... Und niemand nimmt dem anderen da irgendwas übel. Es wird auch nicht, also dieses Nachfragen, es ist so schön. Es ist so schön. Ja. Ist schön. Funk, lass uns mal. Ja. Funk, sag mal in Discord Hallo, weil wegen Minecraft Dungeons und wegen was anderem. Ich hatte dir was geschickt. Was ist so? Ich hatte dir was geschickt, ja. Dein Penis. Ich sehe nur eine Gefahr bei Matt. Ich hoffe, du gehst gegen so eine Macht wie Gronkh nicht unter. Versteh es nicht falsch. Nee, ich versteh es nämlich gar nicht. Also, wenn du meinst, so eine. Nee, ich versteh es nicht. Also ja, ich habe ihm viel zu verdanken, aber ich betrachte mich ehrlich gesagt nicht wie Gronkhs Schatten oder dass ich von ihm abhängig wäre. Also war ich vorher auch nicht, ganz blöd gesagt, bin ich auch nicht, denke ich mir. Also mich gab es auch schon vor Gronkh und ja, dank ihm mit ein bisschen besseren Zahlen, mit besseren Zahlen, ein bisschen ist untertrieben, mit besseren Zahlen, aber ich weiß ansonsten nicht, wie du meinst. Gronkh ist keine Macht, er wird gern oft dazu gemacht. Funk und Gronkh unterscheiden sich im Charakter und den Streams extrem. Ich glaube auch, wir beide sind alt genug, also wir sind im Internet groß geworden, er und ich, und wir profitieren beide voneinander, aber vor allen Dingen auch freundschaftlich profitieren wir beide voneinander, was das viel Schönere dabei ist. Und da ist mittlerweile unsere Internetpräsenz komplett egal. Die tut anderen dann gut, den Leuten, die Videos konsumieren, die davon Freude irgendwie entwickeln können, die das zum Ablenken benutzen. Aber ansonsten, für viele bist du halt einfach ein Gronkh-Bootleg. Ich liebe dich dafür, das weißt du. Schön. Nee, aber ansonsten weiß ich nicht, wie du meinst. Gronkh hat eine große Reichweite und ich wünsche, du bist nicht nur eine Nebenrolle. A, selbst wenn, dann wäre jeder eine Nebenrolle. Ganz blöd gesprochen, auch Pan, ganz blöd gesprochen, wäre dann jeder eine Nebenrolle. Du darfst da Gronkh nicht auf eine zu hohe Stufe stellen. Das tun andere nämlich. Und das macht das Problem aus. Das ist, ja.
Das ist ja bei solchen Projekten egal, genau was für eine Reichweite mitgebracht wird, wenn man sich generell versteht. Richtig. Richtig. Wie der Frank gestern sagte, es kann sein, dass manche Leute sich beschweren in Skyrim mit dem Bogen, weil er so ein bisschen imber ist, aber alle spielen es genauso. Alle spielen es absolut genauso. Der Frank guckt das Skyrim-Let's Play. Habe ich mich voll gefreut. Der Tobi auch. Habe ich mich doppelt gefreut. Voll cool. Und der Funk meinte, alle spielen das genauso, alle spielen das mit dem Bogen. Der Funk, der muss erstmal sein Goblin-Cosplay abnehmen. So. Ach, schön, schön. Ach, ich freu mich schon auf die nächste Aufnahme von irgendwas. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hast du schon mal Erik angerufen und so getan, als seist du Erik? Aus der Zukunft Vergangenheit. Was? Moment. Hast du schon mal Erik angerufen und so getan, als seist du Erik aus der Zukunft oder der Vergangenheit? Du kannst seine Stimme so perfekt nachmachen? So gar nicht. Wir haben ein ganz anderes Sprachmuster, einen ganz anderen Klang haben wir. Also nein, habe ich nicht. Hallo, ich bin du aus der Zukunft. Dein Skyrim ist kaputt. Entschuldigung, wegen aktueller... Entschuldigung. Nein, habe ich noch nie gemacht. Das habe ich... Und ich denke auch nicht, ich kann es mal probieren. Bei Pan anrufen einfach. Huhu, ich bin oben, ne? Bock zu knutschen? Komm mal rum. Und dann steht Pan ganz verwirrt im ehelichen Bett. Erik, wo bist du denn? Nein, das glaube ich nicht, dass das klappt. Viele Sprecher starten in der Erotikbranche. Würdest du sowas auch mal machen wollen, auch nur aus Scherz? Muss ich da lippensynchron sein? Entschuldigung. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dort hat sicher auch Funk gestartet. Wir machen das einfach so einen homosexuellen Film, der Funk und ich synchronisieren ihn nach. Machen wir eine Challenge einfach. Wir machen eine Challenge. Macht ihr auch eine Pause, wenn ihr gerade mitgemacht habt? Wenn ihr nicht mitgemacht habt, macht auch eine Pause. Zugucken ist anstrengend genug. Ich kenne das, wenn ich Erik zugucke. Da kriege ich manchmal so einen Muskelkater. Der ganze Arm. Ich kann schon den ganzen Eiffelturm heben. Hab dich lieb. Hab gehört, du hörst heimlich zu, Erik. Hi. Knutti. Hattet ihr schon mal einen Traum, wo ihr Spider-Man wart? Was? Das sind die besten Träume. Spider-Man-Träume sind die besten. Ich hatte schon ein paar Mal und jedes Mal träume ich da zu fliegen. Ich habe nur geträumt, dass ich Kirsten Dunst küsse. Na gut, so weit war ich nicht. Ich war im Spider-Man-Tutorial. Ich hab geträumt, dass ich Kirsten Dunst war. Sicher, dass das ein Traum war? Mit so einem Bart, weißt du. Was vermisst du ganz doll an Erik? Sein Drücken. Ich drück ihn gern. Er drückt gut. Wir beide, würde ich sagen, sind gute Umarmer. Und wenn sich zwei Gern-Umarmer gern umarmen, dann ist es so eine kleine Explosion findet da statt. Von Gefühlen. Ja. Und der Funk hat Geburtstag übrigens, ne? Der Funk Royal hat Geburtstag. Er wird uns nicht hören, aber lieber Frank, an dieser Stelle alles. Gute für mich. Und schön, dass es mich gibt. Nein, lieber Funk, lass dich knutschen. Er hört uns ja gerade nicht. Er ist ja abgehauen. Lieber Funk, alles Gute dieser Welt, alles Gute dieser Erde. Einen wunderschönen Kuchen wünsche ich dir. Alle Geschenke, die du dir wünschst. Und, ja. Also ich dreimal fordere, Sex. Dreimal. Ich dreimal fordere, Sex. Dass der Frank mir ein Stück Kuchen aufhebt, bis wir uns das erste Mal sehen. Ist Gronkh älter als du? Gronkh ist älter als die Welt. Als Gronkh gelacht hat, sind die Ozeane entstanden. Gronkh war dabei, als Berge sich zum ersten Mal geformt haben aus dem flachen Land. Der ist wahnsinnig alt. Sehr, 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 wahnsinnig, schrecklich, boah, alt. Krass.
ist der alt. Ja. Also wirklich. Puh. Alt. Auf jeden Fall. Dankeschön. Oh Mann, das ist so lieb, dass er euch hier auch noch rübergeschickt hat. Oh Mann.